Marco hier für giga.de auf der IFA am Stand von Fitbit und ich habe mir zwei neue Smartwatches bzw. Fitness-Tracker ans Handgelenk geschnallt. Die neue Fitbit Charge 2 und die neue Flex 2. Was die Neuerungen sind jetzt. Und wir sehen uns gleich die neue Charge 2 ein bisschen genauer an. Und wer vielleicht die Charge 1 noch so in Erinnerung hat, sieht sofort, am Design hat sich einiges geändert. Es gibt ein viel, viel größeres Display, viermal größer als die Ursprungsversion sozusagen. Und dadurch, wir sehen es auch gleich hier, haben wir mehr Zeilen. Das Display ist nach wie vor schwarz-weiß, aber wir haben jetzt auch Untermenüs. Wir können über den seitlichen Button, der hier angebracht ist, durch die Menüs switchen. Und wenn wir bei einem angekommen sind, zum Beispiel bei der Pulssensorik, können wir durch Double Tap oder normalen Tap auch einfache andere Menüpunkte aufrufen, also Untermenüpunkte. Das war bisher noch nicht möglich und wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass es sich hierbei um kein Touch-Display handelt. Das heißt, ich kann hier nicht, ich kann hier nicht swipen oder sonstiges oder irgendwelche anderen Menüs durch hier Wischen, Wischgesten hervorrufen, sondern das geht wirklich hier nur durch Erschütterung. Ich habe schon gesagt, das Display ist viel, viel größer geworden. Eine weitere Neuerung ist, man kann die Armbänder jetzt auch abnehmen und austauschen. Da gibt es eine ganze Palette an Designs. Geht ziemlich einfach. Man zieht das einfach hier nur so zur Seite und bringt das über die Oberseite nach außen. Also geht wirklich sehr leicht abzunehmen, gibt es in mehreren Designs, eben so ein Plastik-Design in allen möglichen Farben, dann gibt es Lederarmbänder und auch dieses Metall gibt es in verschiedenen Farben, gibt es in so einem Silber, dann in einem Gunmetal Black und auch für die Frauen und das zeige ich vielleicht auch mal ganz kurz dazu in so einem Roségold. Ja, das waren eigentlich so die großen Neuerungen. Natürlich habt ihr hier weiter einen Pulsmesser an der Rückseite, der über euer Handgelenk euren Herzschlag messen kann. Und ihr habt alle möglichen Erinnerungen, die euch daran erinnern, sozusagen in Bewegung zu bleiben, Sport zu treiben. Und das neue Fitbit erkennt auch, welche Sportart ihr gerade durchführt und zeichnet das dementsprechend auf. Also es kann zum Beispiel unterscheiden, ob ihr gerade am Walken seid, am Laufen seid oder in einer Aerobic-Stunde seid, am Ellipsentrainer seid, was auch immer. Dann gibt es noch eine weitere Neuerung, das neue Flex ist ja so das minimalistischste Armband von Fitbit, besitzt kein Display, sondern zeigt euren Fitnessfortschritt über diese fünf LED-Dioden an. Dieses ist gerade nicht aktiviert, aber durch Tap könnt ihr sozusagen euer derzeitiges Fitnessziel abrufen. Da hat sich auch ein bisschen was getan, das bisherige Flex hatte die Dioden oder die LED-Lights über die Horizontale, die ist jetzt über die Vertikale angeordnet. Den Tracker könnt ihr nach wie vor aus dem Armband herausnehmen und auch in Tasche oder Sakko-Tasche stecken und es gibt jetzt auch ganz neu solche Schmuckarmbänder dafür, wo ihr diesen Track auch einlegen könnt. Also Fitbit setzt hier auf eine Designvielfalt, ihr habt wirklich die Wahl aus mehreren Armbandvariationen. Und noch eine Neuerung beim Flex, dies ist jetzt auch wasserdicht und kann somit auch Schwimmtrainings tracken. Ja, das war ein kurzer Blick auf das neue Charge 2 und das neue Flex 2, die jetzt in den Handel kommen. Das Charge 2 für 160, das Flex 2 in der Basisversion für 99 Euro.